Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch ja zu einem neuen Unboxing. Heute boxen wir den, ja, Entfeuchter an, den ich für meine Mutter geholt habe, von Gotcha. Die Houmini 3 war oder so. Der hat 4 Liter Fassungsvolumen und hat 60 Watt. Und mir waren halt die 4 Liter wichtig, also beziehungsweise meiner Mutter waren die 4 Liter wichtig. Ach, hier hängt doch das Schild dran. Das. Da muss ich so machen, dass man das nicht sieht. So. Das ist für die Speisekammer, weil die immer sehr feucht ist, weil das nur Außenwände sind und nur ein kleines Fenster da ist, also wo nicht genug Abluft praktisch entsteht. Und sie hatte schon mal von einem Freund jemand von uns, also von meinem Bruder, einen Entfeuchter ausgebaut gehabt, und der hat da drin gestanden, und wo sie das nämlich gemalert hatten und so vorher, um die Wände halt trocken zu kriegen. Und das hat auch alles funktioniert. Ach ja, ein Heft. Und deswegen möchte sie halt auch so ein Teil, und wenn das Ding gut ist, ich werde es mal für 1, 2 Tage noch vorher bei mir testen. Wenn das Teil gut ist, dann werde ich mir so ein Teil vielleicht auch noch holen, so großes. Für die Küche oder für das Schlafzimmer, oder ich weiß es noch nicht, oder für das Kinderzimmer, weil die Große ja immer wieder vergisst, den Wassertank zu leeren. Muss ich mal gucken, wo es hier aufgeht. Ach, hier. Da haben wir. Ach, wir machen gleich Test alles mit Mann. Ist ja Quatsch, wenn wir jetzt hier. Müsste da auch wohl ein Stromkabel sein, oder nicht? Weil hier ist jetzt kein Stromkabel mit bei. So, werden wir mal testen. Also wir haben praktisch vorne den Behälter, den können wir hier einmal komplett rausnehmen. Wartet mal, ich. Ach, jetzt ist hier wieder ein Kissen von meiner Tochter. Mache ich mal ein bisschen da unten, dass ihr so ein bisschen mehr sehen könnt. Also haben wir hier immer kompletten 4 Liter Behälter. Wo war das was, wo ich hier praktisch mit so einem Schwimmer. So, seht ihr das? So, hier ist der Schwimmer. Der macht halt den Ausschalter dann an, wenn zu viel drin ist. Und hier können wir den Deckel auch abnehmen und den kompletten Ding entleeren. So. Dann haben wir auf der Rückseite. Ach doch, ich habe ein Stromkabel gefunden. Aber hier noch das Gitter. Das können wir abmachen. Hier ist dann halt der Stromkabel drin. Weil man kann halt auch aufwickeln, wenn man nicht so viel braucht. Das finde ich sehr gut. So. Ich werde das mal unter Strom setzen, damit wir uns den auch angucken können, wenn er an ist. Aber den auch so durchstecken? Nein. Und so passt er auch nicht. Also ist schon so gemacht, dass er nur von vorne reinpasst. So. Jetzt ist das rote Licht doch weg. Ja.
Also zwei Sicherheitsmechanismen und zwei rote Hebel sind da. Einmal der. Jetzt sage ich ihm, dass der Tank drin ist. Wir werden mal kurz anmachen. So. Und dann geht er sofort aus. Gut. So. So sieht er dann halt von vorne aus. Wir haben oben weiß, unten haben wir hier den 4-Liter Behälter. Der ist etwas laut. Ich mache mal an. Die Knöpfe werde ich euch auch gleich alles zeigen. Das ist jetzt Stufe 1. Das ist halt aus. Wir haben auch eine Anzeige. Jetzt können wir halt sagen, wie viele Stunden der an sein soll. 60, also 12, 24, 36, 48, 60 oder 0. Wir können hier das Licht. Also das seht ihr jetzt bestimmt schlecht. Also jetzt, das haben wir jetzt rot, aus, blau, rot, lila. Ja, und dann die anderen Farben durch. Ich werde das mal so machen, dass ihr das vielleicht besser sehen könnt. Seht ihr halt nicht die Farbe, seht ihr nicht. Das ist halt schlecht. Doch jetzt blau. Da kann man halt alle Farben durchmachen und dadurch leuchtet dann der Behälter hier etwas. Ich werde das mal so machen, dass ich das Licht hier ausmache. So. Ihr könnt dann sehen, dass der Behälter so ein bisschen leuchtet. Ja, wenn Wasser drin ist, dann halt logischerweise sieht man das etwas mehr. So. Und dann haben wir noch Stufe 2. Die ist aber etwas ruhiger. Ja, Stufe 2 ist etwas ruhiger. Der zieht hier von der Seite. Ich gucke auch noch mal nach. Ist auch in Deutsch beschrieben, übrigens. Also wenn er nur die zwei Striche hat hier oben, dann ist er im Standby-Modus. Also Standby heißt halt, dass er jederzeit angemacht werden kann. 01 ist halt Taste, Gerät zeigt 01. Leistungsstarker Modus. Also 1 ist der leistungsstarke Modus. Zwei ist der Silent-Modus. LED-Umschaltmodus. Drücken Sie das. Eins, zwei, drei, vier. Aha, okay.
Vier ist, da, wenn man viermal drückt, dann das Lichtsymbol, dann kommen die Farben nach und nach. C1 bedeutet das, dass der Wassertank nicht eingesetzt oder aha. Wenn C2 angezeigt wird, das Licht rot zeigt, dass der Wassertank voll ist. Okay, also dann haben wir noch C1 und C2. Testen wir einfach mal. Ja, C1 steht denn da, wenn der Wassertank raus ist, und C2, wenn. So. Und C2 halt, wenn der Wassertank voll ist. So, wir haben hier unten, also hier ist der Power-Knopf. Und dann haben wir hier drei Symbole. Wir machen erstmal Power und mache halt. Ja. Hier ist die mit der Zeit. Aber wir machen erstmal 02 für den Silent-Modus. Und dann haben wir hier halt. Na, da. Das Licht. Was wir dann halt variieren können. Und hier halt die Zeit: 12 Stunden, 24 Stunden, 36 Stunden, 48 Stunden, 60 Stunden und dann wieder auf 0. Und hier hinten ist halt der Kabel da drinnen versteckt. Da könnt ihr dann auch, wenn er dann halt nicht so viel braucht, könnt ihr den hier so. Kann man auch hier einmal so querbeet machen, so zum Beispiel. So, dass man halt nur so ein Ding nimmt, wenn man halt nur so ein bisschen was. Und dann. So. Könnt ihr den Kabel so verstauen. Also, dass er halt nur wirklich das rausholt, was er braucht. An Kabel. Und sonst, auch wenn ihr das wegstellen wollt, einfach rumlegen. Und dann ist der Kabel verstaut und liegt nicht rum. Und der ist hier fest angebaut. Der kommt hier oben aus dem Gerät raus. So. Und wir haben auch leider hier jetzt nicht so viele Angaben dazu, wie viel. Ein LD86%, keine Ahnung. 4 Liter, 60 Watt, 100 bis 270 Volt. Aber wie viel Liter der jetzt in der Stunde zieht oder wie viel Milliliter in der Stunde, wie bei einigen anderen Geräten drauf stand, sehe ich jetzt hier nicht so wirklich. Halt nur jede Menge Kauderwelsch, womit ich nicht anfangen kann, aber das werden wir hier testen. Und einen Support haben sie auch. Niki@gotcha.usa, also US. So. Ja, ich werde den jetzt erstmal gleich ins Schlafzimmer stellen und mal anmachen heute und mal gucken, was da bis heute Abend zusammenkriegt. Ich bin mal gespannt. Ich werde den natürlich und meine anderen Bienen, ich werde mir selber ja auch noch welche kaufen, wenn ich auch noch später ein Testvideo mache oder ein Fazitvideo. Wie ich damit zufrieden bin und welcher besser ist, welcher lauter ist und was weiß ich. Aber ich muss noch halt drei holen. Ich habe jetzt eine Küche ein und im Badezimmer und ich brauche halt noch für das Schlafzimmer, Kinderzimmer und für das Wohnzimmer. Aber für das Wohnzimmer würde ich mir eher einen kleineren holen wollen. Wieder. Ja, da kann ich regelmäßig wechseln, das ist jetzt nicht das Problem. Und der, für die Speisekammer ist der okay oder im Flur oder so. Aber der wäre mir jetzt für das Schlafzimmer über Nacht oder hier im Wohnzimmer wegen Film gucken, wäre der mir zu laut. Also der ist mir für das Wohnzimmer eindeutig zu laut. So, nichtsdestotrotz würde ich mich jetzt hier von euch verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wert, Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ahoi, sagt euer Odin.